Siamo in Fall Guys. Alleine. Ohne Gegner. Ui. Mit Soundtrack. Das gemeinsam mit anderen Leuten spielen. Juhu. In Among Us. Ja, rennen kann man halt nicht viel. Rennen ist halt in Among Us nicht drin. Ist ja interessant. Fall Guys Among Us. Quatsch. Wie komme ich auf Among Us? Fall Guys Human for Flat. Wenn es noch rennen könnte. Da bräuchte man jetzt irgendeinen sich Schlitten oder so weiter. Und das, die Fläche aus Eis und dann Schlittschuhe dran. Dann macht das Sinn. Man hier schon unterwegs. Checkpoint. Juhu. Jetzt ein bisschen rutschen. Oh, ich bin ausgeschieden. Ja, Folge ist ein Spiel, was ich bis nie gekauft und nie gespielt habe. War ich auch nicht wirklich vor. Ich schon mit Verfress können was machen. Ja. Ist mal ganz lustig, aber ansonsten. Fall Guys. Es wäre 2020 richtig im Trend. Ein Trend, den ich mal nicht mitgemacht habe. Ja, es dauert hier ein bisschen länger als in Fall Guys. In Fall Guys ist man da ein bisschen schneller durch. Aber die Map kenne ich. Fall Guys habe ich ja bei anderen geguckt. Wie die da spielen. Ist mir durchaus bekannt, diese knallbunte Welt. Können wir es jetzt mal hier direkt nacherleben. Jetzt habt ihr doch mal zwei gespielt, Fall Guys. Hab das doch mal. Oh, ich wurde runtergeworfen. Das ist jetzt online mit 50 Leuten. Ist ja bloß schade, dass man nicht. Bloß schade, dass man nicht rennen kann. Dadurch wird das hier auch zur Hölle. Aber gut. Gut, dass wir klettern können in Among Us. Among Us. Also es ist irgendwie ja. Wie soll man da jemals durchkommen? Ja. Wir können ja nicht sprinten. Dann gibt es einen Sprintknopf in Among Us. Among Us Folge ist Human for Flat, den ich noch nicht entdeckt habe. Ich verwechsle Fall Guys auch immer mit Among Us. Das ist das Ding. Among Us habe ich gespielt. Wer das noch nicht weiß, der sollte mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Da mal reinschauen. Okay, wie kommen wir da hoch? Müssen wir klettern. Könntest an der Wand nicht festhalten. Na tolle Wurst. Das soll was werden. Der Ersteller hat vergessen, dass man hier nicht sprintet. Im Gegensatz zu dem echten Spiel, wo man hier rumsprintet. Gut, dann müssen wir halt drüber angeln. Zum Ende. Ich kann es noch. Ich kann das Angeln noch. Ein bisschen höher vielleicht. Dann von nicht runterfallen.
Sehr toll. Sven Checkpoint nicht schlecht. Wenn ich wieder runtergeschleudert werden. Das wäre deprimierend. Oha. Assassin Fuchs raidet mich mit einer Gruppe von 8 Personen. Herzlichen Dank, Assassin Fuchs. Was lief bei euch denn so? Bei mir läuft gerade Human for Flat Among Us. Nicht Among Us, ich verwechsel das immer. Human for Flat in Dingens. Shoutout an Sessel Fuchs. Just Chatting habt ihr gemacht. Okay, willkommen. Ja, ich mache gerade Human for Flat. Beziehungsweise. Human for Flat, beziehungsweise. Wie ist das Spiel? Da steht tatsächlich Human for Flat drauf oben. An dem Banner. Nicht Among Us. Das andere. Und ein neuer Follower. Fall Guys. Sei grüßt Yannick. Yannick 101. 1001. Willkommen in der England und Community. Danke nochmal für den Raid. Sessel Fuchs. Und willkommen im Chat. Kannst auch gerne noch mitchatten hier. War die ganze Zeit leer. Ich habe vorhin hier Dead in the World gespielt, das habe ich durchgespielt, damit bin ich fertig. Dann spielen wir noch eine Runde. Fall Guys, Human for Flat. Ein perfekter Misch davon. Hi, by the way. Hallo, Yannick. Was der Entwickler von dieser Map, von dieser Human for Flat Map sich nicht gedacht hat, dass die Spielmechaniken von Human for Flat nicht so sind wie in Fall Guys. Es gibt keinen Sprintknopf. Du kannst hier nicht durchrennen. Das ist halt. Ist halt schlecht. Kannst du nur am Boden festhalten. Und hoffen, dass du hier nicht runtergeschleudert wirst. Es ist halt. Ja. Klettern kann man ein bisschen. Ich habe eben gerade schon ein bisschen geklettert. 10 Minuten geklettert. Muss halt hier noch ein bisschen. Man muss dann doch ein bisschen skippen. Muss mich halt hier wieder dranhängen. Ist langweilig, aber. Unnötige Sache nicht. Rutschige Wand. Okay, ich muss hier durch. Wie war der Stream bei Sesselfuchs? Hat Spaß gemacht? Nein, nicht. Nein. Ja. So. Festhalten und hops. Den Sprung schaffen. Festhalten. Das muss man halt gucken. Ansonsten schön mit dem Soundtrack und mit der Map hier. Bis auf dass der, wie schon gesagt, der Ersteller der Map nicht registriert hat, dass man hier als in Human for Flat durchspaziert und hier wirklich. Ansonsten ist das lustig. Und wenn den Blöcken halt immer runtergerückt wird, sei man lernt sich festzuhalten. Frustrierend. Nein. Festhalten. Da, verdammt. Ansonsten könnte ich hier nochmal versuchen zu klettern. Ich sag, dass das möglich ist. Ist es nicht. Verdammt.
bin leider schon wieder weg. Viel Spaß noch. Oh nein! Da war es noch ein Zuschauer. Und tschüss, Sechselfuchs. Danke für den Raid. Noch ein drittes Mal. Und danke für den neuen Follow. Bin auch gleich weg, wenn das hier nicht. Nochmal klettern will ich jetzt hier nicht. Geht übrigens auch nicht an der Wand dort. Wäre jetzt lustig, die Map jetzt hier noch zu schaffen, aber man kann hier halt nicht durchrennen. Festhalten! Nee, das ist halt, muss ich am Boden festhalten, festkrallen, dann geht das vielleicht. Und da ich nicht glaube, dass die Entwickler eine, die Entwickler des Spiels von Human for Flat eine Sprint-Taste einbauen werden. Verdammt. Müsste man die Map halt so umfunktionieren, dass es langsamer läuft oder dass man irgendwie, dass man bessere Möglichkeiten hat. Es ist halt gut gedacht, aber ja, ich habe es weit geschafft. Lass uns das jetzt hier nicht aufgeben. Yannick, hast du schon mal Fall Guys gespielt? Das ist ja an mir vorbei, komplett vorbeigegangen. Ah! Man muss versuchen, auf dem blauen Feld sich zu quetschen. Hast du schon Fall Guys gespielt? Frustrierend hier. Festhalten ist hier kaum möglich. Kann ich wirklich nicht an der Wand hoch? Nee, kann ich nicht. Das ist traurig. Wenn ich da irgendwie hochkomme. Ah, okay. Jetzt geht's doch. Immer klettern. Besteht vielleicht eine Chance, dass wir da irgendwie durchkommen. Und schwenk und schwenk und schwenk und schwenk. Nö, sag nicht, ich kann mich da oben nicht verdammen. Ich muss mich doch da oben festhalten können. Dafür ist die blaue Kante gemacht, wer wohnen. Dass ich mich da festhalte. Ich springe ja auch von der anderen Plattform darüber. So, na komm. Immerhin habe ich mir damit einen neuen Follower verdient. Dann war die Mühe was wert. Ein Raid und ein Follow war es wert. Und vielleicht einige Aufrufe auf YouTube, wenn ich das nachher veröffentliche. Klicks und Likes. Komm, jetzt hier, na komm, ist noch nicht hoch genug. Die Kanten sind dann immer glitschig. Dass man hier und hoch. Nein, noch nicht.
Und jetzt durch. Juhu, da ist ein Checkpoint. Mein Bein. Check the point. Sehr schön, schaffen wir das Level vielleicht doch noch. Nein. Was ist denn jetzt hier los? Hilfe. Ich kann auch hier nicht rüber drüber rennen. Nein. Ach, nein. Ah, nein. Och Mensch. Frustrierend. Hier kann ich hoch. Da wird wieder geklettert. Ja. Hier können wir hoch. So, jetzt springen daneben. So, sehr schön. Dann haben wir den Checkpoint. Wenn eigentlich nur Suizid begehen können müssen, dann wären wir wieder. Oh nein. Aufstehen. Aufstehen. Weiterlaufen. Nein, 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 nein. Nur dass die Donut-Dinger treffen, sind wir geliefert. Wie sollen wir denn da durchkommen? Hier ganz am Rand. Springen bringt es vielleicht ein bisschen. Aha, ja, das bringt es tatsächlich ein bisschen. Sehr schön, springen war's. Eventuell kommt man auch mit Springen hier ein bisschen schneller voran. Ein bisschen schneller mit hier. Map drüber. Ach du Schande. Hier mal rüber. Check the point. Jetzt wird's rutschig. Oh nein. Am Rand lang. Schön am Rand lang. Oh nein. Es wirkt hier ein bisschen wie Wasser. Das ist ja auch die Wassertextur. Pinke Wassertextur. Sehr schön. Ist nicht mehr weit. Ich sehe schon das Ziel. Gehen wir nochmal die Dinger hier. Ich kann mal dran vorbeihüpfen. Ich schaffe was durch Hüpfen schneller. Verdammt. Verdammt. Nein. Nein. Nein, 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 nein,
Da war der letzte Checkpoint. Suizid ist keine Lösung, Kinder. Ui, ja, jetzt geht's hier in Fall Guys schneller voran. Nein. Jetzt versehentlich in den anderen Checkpoint reingerannt. Wäre das frustrierend. Komm, das schaffen wir heute noch. Ich komme hier noch zum Ziel. So schwer das auch sein mag. Ist die richtige Taktik hier nach hinten. Und hier durch. Müssen wir hier wieder klettern oder was? Der wirst aber schnell weit geschleudert. Ich bin ja hier schon am Checkpoint. Seufz. So geht's natürlich auch. Und wenn wir uns da wieder langhangeln müssen. Jetzt hier hoch. Geht gar nicht. So ein Mist. Wie kommen wir dann jetzt sonst hier vorbei? Stillstehen tun die ja nicht. Erstmal hier durch. Festhalten ist hier wieder die Lösung. Oh nein. Nein. Schluchz, Heul. Na, kommt noch so ein Glitter-Ding. Ach, das kriegen wir schon hin. Da hinten ist das Ziel schon. Ich kann es doch schon sehen. Das ist doch gar nicht mehr so weit weg. Das ist doch machbar. Ja, einfach mal am Rand lang. Es geht bestimmt auch in Fall Guys. Ich weiß nicht, ich habe Fall Guys nicht gespielt. Ich kenne mich da nicht aus. Kann man sich da bestimmt auch am Rand durchquetschen. Festhalten! Ich muss mich wieder am Boden festhalten. Und jetzt und weiter. Oh, Kacke. Und weiter. Es geht. Fast! Oh, haben wir geschafft. Sehr schön. Weiter hier, nächster Checkpoint. Weiter voran. Puh. Da ist schon ein Bogen. Dann geht der Spaß noch weiter. Nein! Ich will nicht mehr runter. Ich bin schon hier fast auf der letzten Ebene. Ach du Schreck. Einfach durch hier. Jo. Ich glaube, da kann man sich nicht wirklich festhalten. Nein. Abgebremst vom Rand. Uff. Wie kann ich denn dem ausweichen? So irgendwie. Ah, Rand. Ui. Ist noch nicht das Ziel. Doch, das ist das Ziel, aber da kommt die nächste Map. Haben wir jetzt das erste Level geschafft oder wie sieht das aus? Erstmal einen Schluck gönn darauf. Ich glaube ja, das war noch das erste Level schon. Sieht doch hier wie eine Ziellinie aus. Das erste Fall Guys Level.
Nicht mal rutschen kann man hier. Da kommen die berühmt-berüchtigten Rotorblätter. Dort hinten. Hüpf! Nein! Das war ein schlechter Hüpfer. Oh nein. Es passiert dasselbe wie bei Among, bei Fall Guys. Na komm, aufstehen! Dann wird zurückgeschleudert. Na komm, spring! Das ist der Checkpoint. Rein dort. Der berühmte Großrotor. Durch den man eigentlich aus der Map geschleudert wird wahrscheinlich. Ich habe es ja bei mehreren schon gesehen. Gut, hier mal durchhüpfen. Vielleicht bringt es Hüpfen auch mal ein bisschen was, um ein bisschen Beschleunigung zu kriegen. So. Aufstehen. Aufstehen, du Sack. Das ist der Checkpoint. Hin dort. Sehr schön. Jetzt geht's hier ab. Hui! Checkpoint. Checkpoint! Nein. Bald haben wir es hoffentlich. Checkpoint nicht gekriegt. Hier durch! Man schafft es nie durch die durch das große mittlere Blatt wie ein Vollgeist. Man muss außen lang gehen. Checkpoint, hol dir den Checkpoint. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Wir gehen außen lang. Leichtere Weg ist mittendurch, aber ja. Und hops. Kann man das schaffen? Die Entfernung ist ein bisschen weit. Versuch's mal wieder durch die Mitte. Durch die Mitte! Wir haben es geschafft. Hier geblieben. Jetzt hier nicht runterfallen. Hops! Hops! Hier! Nein! Ich hab Spaß. Na komm, das kriegen wir hin. Und verdammt! Wir haben schon einmal hingekriegt. Schade, dass es danach keinen Checkpoint gibt. Hier hätten wir zwei Checkpoints hintereinander, den hätten sie danach packen müssen. Durch hier! Na komm! Greif! Sehr schön. Jetzt hier hätten wir einen Checkpoint gebraucht. Und hier! Und... Hüpf! Hüpf! Nein! Was, wo, was? Verdammt. So ein Mist. Ich mich wieder festhalten müssen. Verdammter Checkpoint. Hinter den Rotorblättern hätte man den packen müssen. Ui. Ohne Berührung.
und hoch hier und hüpf und hüpf und rüber hier. Na komm, halt dich fest, verdammt. Ui, die Zuschauerzahl wächst. Vier Zuschauer schon. Willkommen. Wir spielen Human for Flat. Eine Fall Guys Map in Human for Flat. Folgt. Sachen gibt's. Das ist die langsamste Fall Guys Runde der Welt. Verdammt. Aber es funktioniert genauso wie Fall Guys. Bloß, dass man durchspaziert. Und hups. Man schafft es auch nicht durch den Rotor. Hups. Und warten. Verdammt. Der hat mich runtergekickt. Da hinten ist das Ziel. Hoffentlich dann wirklich das Ziel. Fast nicht berührt. Na komm, wir haben schon anderes hier geschafft. Schaffen wir auch noch. Na komm, hoch hier. Wir wollen nicht ausscheiden. Sind wir schon längst, wir sind der Letzte. Das ist nochmal lustiger mit anderen Leuten. Im Multiplayer. Ach, verdammt. Lass mich halt fallen. Na komm, das letzte Stückchen, den letzten Meter schaffen wir auch noch. Das hatten wir doch schon. Den Rest haben wir schon geschafft. Ist das hier kein Problem. Das schafft man den Mist hier auch noch. Und hops. Und hops. Und hops. Und jetzt hier eine Lücke aussuchen und hops. Verdammt. Das sind die Rotorblätter, die mich aufhalten. Wie soll ich daran vorbeikommen? Da muss man ja so schnell durchspringen. Kann ich nur hoffen, dass ich mich dran festhalten kann. Irgendwie. Hier am Boden. Die Musik hält mich wach. Ach komm. Schon einmal abgeschaltet. Ja, verständlich. Nein, nein. Hops. Wie soll denn das hier gehen? Nein, 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 nein. Ach, ach. Dreck. Ich kann auch jetzt nicht aufgeben. Das hat doch bestimmt schon wer geschafft, oder? Wenn ich dann der Erste in die Map durchspielt. Und das ist hier nochmal eine. Nochmal ein Ziel. Nochmal mehr Motivation.
Ich laufe jetzt einfach hier lang. Kann ich rüberspringen. Dann sehe ich, dass das kommt. Hops. Hops. Nein. Ach Leute. Langsam habe ich keinen Bock mehr. Zeit habe ich noch, so ist es nicht. Minuten könnte ich noch bis 21 Uhr noch hier, aber so lange will ich nicht. Hops, so nochmal hops und hier jetzt festkrallen. Warum nicht? Es glitscht die Kante. Wieso kann man sie nicht festhalten? Wenigstens fliegt man hier nicht so runter wie im Vorgeist. Da wird man hier weggeschleudert wie nix. Man wird man hier auch, aber. Na komm, und hops! Hier habe ich wenigstens langsam schon den Kniff raus. Und hops! Und nicht jetzt. Warum hältst du dich da nicht fest? Ist das überhaupt möglich, dort ans Ziel zu kommen? Da muss mich am Rand irgendwie festhalten, was ja scheinbar irgendwie nicht geht. Dem Ziel ist so nah und doch so fern. Ja, irgendwie muss das doch gehen. Ich bin auch hier schon. Ich kann auch mich hier auch festhängen. So rutschig sind die Plattformen nicht. Ich dachte, ich spiele heute noch mal ganz in Ruhe Dead Now World zu Ende und mache dann Schluss. Aber fängt der hier noch eine Human Fall Flat Map an mit Zwerg. Versucht sich hier noch an so einer Map. Na komm, hops, es muss doch möglich sein. Und jetzt an den Rand hier. Na komm, ich habe mich doch festgehalten. So schnell kann man da nicht hoch. Na komm. Und hops. Und hops. Na komm. Jetzt und hoch und der Pilot, der schleudert mich immer weg. Ja gut, wir sind weit gekommen. Ich gebe auf. Wir haben unser Bestes getan. Dieses chinesische, japanische Among Fall Guys Level zu schaffen. Sehr gut, Däumchen nach oben dafür. Exit. Upgrade auf jeden Fall. Das ist eine tolle Sache, kann man mal machen. Kann man mal spielen. Japanisches Schriftzeichen, japanisches Schriftzeichen, japanisches Schriftzeichen 2 Fall Guys. Von Geist mit A, Y, S.
Heißt 2 Jahre ist das in dem im Workshop, wenn das noch auch spielen wollt, nicht Human for Flat. Habe ich unter meist gedownloadete Maps gefunden. Joa,